Das Jahr 1979 ist unser Thema heute. Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Vor genau 40 Jahren wurde der Nahe und Mittlere Osten durch mehrere Ereignisse erschüttert. Die iranische Revolution Anfang Februar, der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan im Dezember. Und die Besetzung mit Geiselnahme in der großen Moschee von Mekka. Über diese Ereignisse und ihre Folgen spreche ich mit meinen beiden Gästen. Das sind Eliane Ettmüller, Islamwissenschaftlerin und Extremismusforscherin, und der Filmemacher Dirk Vandenberg. Herzlich willkommen. Dirk Vandenberg, Sie haben einen Film zu der Besetzung von Mekka gedreht, haben tief gegraben, recherchiert. Zeichnen Sie uns mal nach, was an diesem 20. November 1979 in Mekka passiert ist. Der 20. November 1979 war der Beginn des ersten Tages des neuen islamischen Jahrhunderts. In der islamischen Zeitrechnung wird anders gerechnet als bei uns. Und es war das Jahr 1400, was an diesem Tag begann. Das waren ein paar Tage, nachdem die Hajj, also die alljährliche Wallfahrt nach Mekka, zu Ende war. Die Stadt war voll. Es waren Hunderttausende von Menschen in der Stadt. Und es waren ungefähr 100.000 Leute, 100.000 Pilger in dieser Moschee. In dem Moment, wo der Imam der Moschee das Morgengebet beginnen möchte, wird er vom Mikrofon weggestoßen. Ein Mann mit einem wilden Bart und zotteligen Haaren reißt sich die Kapuze vom Kopf und sagt, diese Moschee ist übernommen, brüllt Kommandos an seine in der ganzen Moschee schon verstreuten Leute, ca. 350 bis 400, die Minarette zu besetzen, die Tore zu schließen, es sind, glaube ich, 25 Stück. Und sämtliche Menschen, die sich in dem Moment in der Moschee befunden haben, wurden damit zu ihren Geiseln. Was waren denn die Forderungen, die die Rebellen gestellt haben? Abkehr von dem, was Saudi-Arabien bis dahin in den speziell letzten Jahren, in den Jahren davor praktiziert hatte, nämlich eine immer stärkere Orientierung zum Westen. Man könnte sagen Amerikanisierung, die vor allen Dingen dadurch entstanden ist in dem Land, weil sich nach der ersten Ölkrise enormes Reichtum auf Saudi-Arabien ergossen hat. Petrodollars in Trillionenhöhe, die das Land sehr tiefgreifend verändert haben und einen enormen Entwicklungsschub einerseits und andererseits aber auch eine sichtbare Abkehr der alten Traditionen produziert hat. Und es waren nicht alle damit einverstanden. Nun ist ja, Sie haben es schon eingehend erwähnt, Mekka, die große Moschee von Mekka mit der Kaaba im Zentrum, ist ja jetzt nicht irgendeine Moschee für die Muslime, als ein ganz besonderer Ort. Wie kann man sich denn erklären oder wie kam das überhaupt bei den Menschen zunächst einmal an, dass jetzt da 500 Bewaffnete dieses heilige Zentrum übernommen haben? Das muss ein sehr großer Schock gewesen sein. Also das muss aus sehr heretisch empfunden worden sein, weil eigentlich ja auch im Koran steht, dass man in den heiligen Städten, und damit sind klar die Moscheen von Mekka an erster Stelle, aber auch von Medina gemeint, dass man dort nicht kämpfen soll. Auch nicht gegen die Ungläubigen. Und deshalb muss das zuerst sehr, sehr schockierend gewesen sein für die Menschen, die damals vor Ort waren. Noch überraschender war selbstverständlich, dass sich nicht nur der Rebellenführer da vorgestellt hat neben dem Imam von dieser Moschee, sondern gleichzeitig hat der Rebellenführer auch behauptet, dass der Mehdi gekommen sei, also ein Erlöser zur Endzeit des Islams. Ja. Wir kommen jetzt gerade dazu, bleiben wir noch schnell bei diesem Anführer, Juhayman al-Utaybi. Was wissen wir über ihn, Dirk Vandenberg? Wir wissen einiges ab dem Moment, wo er in die Öffentlichkeit geraten ist, und einiges aus den Äußerungen der Leute, die ihn erlebt haben, weil sie entweder Mitglieder der Gruppe waren oder sich in seinem Umfeld befunden haben. Und das ist auch gleichzeitig einer der Schlüsselpunkte von diesem Ereignis. Zwei Sätze dazu. Die Belagerung von Mekka, dieses Ereignis, wird sehr gerne genommen als eine Gruppe
als ein Ereignis, in dem eine Gruppe von fundamentalistischen Irrköpfen die große Moschee von Mekka übernommen hat, ähnlich wie die Salafisten, einen terroristischen Akt, dem dann die Saudis mit Hilfe von ausländischen Spezialkräften nach 2 Wochen haben beikommen können. Das ist nur die halbe Wahrheit und es ist vor allen Dingen auch nur die Oberfläche. Unten drunter gibt es ganz andere Gründe dafür, auch dafür, und das war einer der Beweggründe auch meines Films. Ich wollte wissen, warum macht jemand sowas? Warum macht jemand sowas, der eben in diesem Land geboren ist, der in diesem Land groß geworden ist und der eigentlich von der sozialen, religiösen, politischen Struktur des Landes zufriedengestellt hätte sein sollen? Warum macht jemand so etwas? Und da, und jetzt komme ich zu der Frage zurück, spielt der beduinische Ursprung eine riesengroße Rolle, eine sehr große Rolle. Dazu muss man, das haben wir im Film auch getan, 60 Jahre zurückgehen, 60 Jahre von 79 zurück, nämlich zur Staatsgründung von Saudi-Arabien. Die arabische Halbinsel wird zum größten Teil von Saudi-Arabien eingenommen. Und wenn man jetzt Saudi-Arabien sich anschaut, kann man im Grunde genommen vereinfacht sagen, das Land besteht aus 3 Teilen. Wir haben den Teil hier im Westen, wo sich die beiden großen Moscheen von Mekka und Medina liegen, also wo die beiden, wir haben den Teil im Westen, wo die beiden großen Moscheen von Mekka und Medina liegen, sprich nicht nur die spirituellen, sondern auch die physischen Zentren des Islam, physisch im Sinne von, dass jeden Tag 1, wie viel Milliarden? Sehr viele Menschen. Sehr viele Menschen in Richtung Kaaba, die im Zentrum der großen Moscheen in Mekka liegt, beten. Das heißt, es ist wirklich das physische Zentrum. Das passiert beim Petersdom nicht. Die Leute beten nicht Richtung St. Peter, aber sie beten Richtung Mekka. Das ist diese Hälfte. Dann haben wir auf der anderen Seite, in der Osthälfte, die ganze Küste entlang, die mit die größten Ölvorkommen überhaupt, die es auf der Welt gibt. Das heißt, das ölreiche Zentrum Saudi-Arabiens ist hier. Dieser Mittelteil hier oben, in der auch die Hauptstadt Riad befindet, ist Wüste. Da ist nichts. Da ist nur die Hauptstadt. Das sind die 3 großen Teile, in die man Saudi-Arabien aufteilen kann. Im Moment der Staatsgründung, im Moment der Anfang des letzten Jahrhunderts, war dieses enorme Gebiet zersplittert von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Nomadenstämmen. Einige dominierten, einige in verschiedenen Regionen, aber es gab kein einheitliches Land. König Abdulaziz al-Saud, also der dann König wurde, der zum Staatsgründer Saudi-Arabiens wurde, hat diese Nomaden vereint. Das haben auch vor ihm schon einige andere versucht. Der große Unterschied war, dass diese anderen keine Armee dafür hatten. Was haben sie gemacht? Sie haben sich aus den Beduinenstämmen die stärksten, furchtlosesten Krieger geholt. Und diese stärksten, furchtlosen Krieger zu einer Truppe zusammengeführt, wenn man so möchte, die sie die Ikhwan nannten, die Brüder im Islam. Und diese Truppe von 5.000, 6.000, 7.000 Leuten haben innerhalb von einigen Jahren König Abdulaziz dazu befähigt, eben die arabische Halbinsel einzunehmen und sie zu vereinigen. Was war der Pakt zwischen dem hoffentlich Staatsgründer, das hatte er sich also ausgedacht, und diesen Leuten? Der Pakt war, ihr helft mir, diesen Staat zu vereinigen, aus diesen unzähligen und dadurch schwachen einzelnen Nomadenstämmen ein Land zu machen. Wenn wir das schaffen, werdet ihr Teil des neuen Staates. Und zwar auf der religiösen Seite, auf der administrativen Seite, etc. etc. In dem Moment, wo der Staat fertig war, wo der Staat vereint war, musste König Abdulaziz mit der damaligen Großmacht, mit der damaligen Supermacht, dem britischen Empire, Staatsverträge schließen. Tat er auch. Die Ikhwan haben gesagt, warum sprichst du mit Ungläubigen? Warum sprichst du mit den Briten? Warum sprichst du mit Leuten, die mit uns, mit unserer Welt nichts zu tun haben? Ich vereinfache das sehr stark. Trotzdem, es kommt
wenn es kommt ungefähr auf das heraus. Das ging so weit, dass es eine Rebellion gab der Armee gegen den eigenen König. Der König hat ihnen mehrmals gesagt, wir müssen uns einigen. Oder es ist mehrmals die Öffnung seitens des Königs gekommen, wir müssen uns einigen. Die Ikhwan haben es abgelehnt. Und es ist zu einer Schlacht gekommen, in der 90% der Ikhwan-Armee von der sehr stark schon mechanisierten, sehr modernen Armee des Königs niedergemetzelt worden ist. Juhayman's Vater war einer von den Leuten, die in dieser Armee gedient haben und die bei dieser Schlacht verletzt worden sind und sich gerade haben noch retten können. Das heißt, Juhayman al-Utaybi hatte persönliche Gründe, auch gegen das Königshaus zu rebellieren. Absolut. Wir sprechen von einem nicht eingehaltenen Versprechen. Mhm. Es gab einen Pakt und dieser Pakt ist nicht eingehalten worden. Das war Teil des Ressentiments, das war Teil der Gründe, nur ein Teil, aber es war ein wichtiger Teil, der in der normalen Auseinandersetzung mit den Ereignissen der großen Moschee fast immer wegfällt. Das ist sozusagen der politische Teil. Sie haben eben schon einen spirituellen oder auch einen religiösen Aspekt erwähnt, nämlich die Vorstellung eines Mahdis. Können Sie uns das genauer erklären? Also ich glaube, diesen politischen Teil kann man nicht nur auf das Politische beschränken. Ich würde gerne da auch nochmal nachhaken. Also die Religion und die Politik ist selbstverständlich in dieser Zeit nicht wirklich trennbar. Ja. Und da könnte man noch ein bisschen weiter zurückgehen, auch in der Geschichte, also jetzt ins 18. Jahrhundert. Mohammed ibn Abdel Wahhab, also eigentlich der Begründer der wahhabitischen Ideologie, die immer noch die staatstragende Ideologie Saudi-Arabiens ist, wurde schon damals im eigentlich Pakt zwischen einem Theologen, eben dem besagten Mohammed ibn Abdel Wahhab, und einem Beduinenführer dann eigentlich verwendet, um Stämme zu unterwerfen. Das hat dann, wie Sie bereits erwähnt haben, zu zwei Versuchen geführt, diese Halbinsel zu einen, was dann tatsächlich vollzogen wurde unter Abdelaziz ibn Saud. Aber diese Personen, also diese Beduinenstämme, die haben natürlich daran geglaubt, an was Mohammed ibn Abdel Wahhab gepredigt hat. Das war basiert vor allem auf einem sehr starken Monotheismus-Glauben. Also er hat dazu ein Buch geschrieben, das immer noch sehr stark bekannt ist und auch noch gehandelt wird unter derzeitigen Islamisten und Dschihadisten. Und das heißt Kitab al-Tawhid, also das Buch des Monotheismus, wo er sehr stark darauf eingeht, dass eben die sufistischen, also die mystischen jetzt Praktiken, die damals von vielen Beduinen auch betrieben worden sind auf der arabischen Halbinsel, eigentlich falsch sind und unislamisch. Also man soll eine Einheit akzeptieren, nur einen Gott und nicht irgendwelche Heiligen oder Gräber verehren. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass deshalb haben sich verschiedene Stammesgruppen zusammengetan und Ikhwan genannt. Also Ikhwan, Brüder im Islam. Ich denke, das ist doch nochmal wichtig zu betonen, dass es ist nicht nur eine Auseinandersetzung, also so mal banal daher gesagt, zwischen Land und Stadt in einer vorstädtischen Version, ja, also später dann natürlich zwischen den Ikhwan und eben Abdelaziz ibn Saud, also dem Staatsgründer von Saudi-Arabien, sondern natürlich auch dieses Religiöse ist sehr, sehr stark betont. Also wir könnten eigentlich sagen, was wir heute erleben oder jetzt über die vergangenen Jahrzehnte erleben, ist das, was wir in Europa auch kennen, eine Monarchie, die gekoppelt ist an eine klerikale Struktur und sich gegenseitig stützt. Mhm. Genau. Kommen wir aber jetzt doch noch mal zurück zu dieser Mahdi-Vorstellung. Mhm. Was steckt da dahinter? Sehr gerne. Also es gibt im Islam die Vorstellung natürlich des jüngsten Tags. Es gibt die Vorstellung, dass ein Erlöser zurückkommt, um die Menschen zu erlösen und zu einer perfekten, gerechten Gesellschaftsform zu führen. Dieser wird Mahdi genannt, also diese Erscheinung, die dann kommen soll am jüngsten Tag, und wurde bereits, also zu Urzeiten des Islams im 7. Jahrhundert gepredigt. Das steht nicht im Koran so. Im Koran gibt es einige Suren, die Bezug nehmen, selbstverständlich auf den jüngsten Tag, auf das Gericht am jüngsten Tag. Aber diese spezifische Vorstellung eines Erlösers, der kommen soll, entstammt der Prophetenüberlieferung, den sogenannten Hadithen. Und diese wurden jetzt von den Sunniten nicht, sagen wir mal, orthodox weiterverarbeitet über die Jahrhunderte hinweg. Es ist wie immer mal wieder vorgekommen, dass Mahdi-Vorstellungen zu verschiedenen politischen Aufständen geführt haben. Sehr, sehr wichtig war diesbezüglich die Rebellion des sogenannten Mahdis im Sudan am Ende des 19. Jahrhunderts. Da ging es darum, dass die Ägypter versucht haben, befeuert durch den ägyptischen Nationalismus, ihren Staat auf den Sudan auszudehnen, auch mit britischer Unterstützung, die natürlich ihren eigenen kolonialistischen Interessen verfolgt haben. Und
Und da hat sich auch ein Mann Mahdi genannt und besagt, dass er eigentlich bereits dieser Befreier sei, der auf Erden aufgetreten ist. Wo es mehr bekannt ist, diese Mahdi-Vorstellung selbstverständlich, ist aus der Zwölfer-Schia, also aus der Form des Islams, die im heutigen Iran praktiziert wird. Da ist es tatsächlich integriert in die orthodoxe Vorstellung, dass der letzte, der zwölfte Imam verschwunden sei und später als Mahdi wiederkommen soll. Und diese Vorstellung hat also für diese Besetzung eine große Rolle gespielt. Komme ich jetzt aber bei Ihnen noch einmal auf die Frage zurück, wie kamen Sie denn eigentlich dazu, von diesem Ereignis zu erfahren und dann in Saudi-Arabien zu recherchieren und am Ende einen Film zu machen? Da gibt es eine Geschichte, die ich erzählen kann, und da gibt es eine andere Geschichte, die ich deswegen nicht erzählen kann, weil ich dann eine Quelle preisgeben würde, die nicht möchte, dass sie preisgegeben wird. Das, was ich erzählen kann, ist, ich habe Material erhalten während einer Kurzreise nach Saudi-Arabien von völlig unerwarteter Seite, in einer völlig unerwarteten Art und Weise, mit dem Hinweis, der mich dann hat aufmerksam werden lassen. Schau dir das bitte erst dann an, wenn dein Flieger, den du jetzt gleich nimmst, außerhalb der saudischen Hoheitsgrenzen ist. Das macht schon aufmerksam, wenn man sowas gesagt bekommt. Was ich dann auch wirklich getan habe, und auf diesem Dokument, auf diesem Datenträger, auf diesem USB-Stick waren dann zwei Dinge. Ein extrem stark verpixelter, ungefähr so großer Film, den man, wenn man den aufgeblasen hat, wo man wirklich nur noch Pixel sah, aber sehr gut hörte, was da passierte und erkennen konnte, dass in der Mitte die Kaaba war und dass drumherum seltsame Sachen passierten. Und ein Dokument in halb Arabisch, halb Englisch, in dem von einem, wie hieß es, Juhayman-Ereignis gesprochen wurde. Weder wusste ich, wer Juhayman war, noch um welches Ereignis es ging. Was da drin stand in 12, 15 Zeilen, sprach von einer Rebellion und von einer großen Veränderung Saudi-Arabiens. Das macht neugierig. Also angefangen zu recherchieren und nichts gefunden. Also außerhalb von Saudi-Arabien zuerst mal recherchiert und nichts gefunden? Außerhalb von Saudi-Arabien, genau. Und dann? Und dann immer weiter recherchiert, und es kam irgendwann dazu, dass ich aus verschiedenen universitären und parauniversitären Quellen mir die wahrscheinliche Geschichte habe zusammenreimen können. Es gab eine Dissertation eines deutschen Islamwissenschaftlers, Politologen, Florian Peil, 2001, glaube ich, geschrieben, oder 2002, der sich damals die unglaubliche Arbeit gemacht hat, wirklich alles das, was er hat finden können, zu rekonstruieren. Das war schon sehr hilfreich. Dann gab es ein Buch eines amerikanischen Bestseller-Autors, der auch extrem amerikanisch gefärbt ist, muss man sagen. Und mehr gab es nicht. Und das Erste, was wir gefunden haben, beziehungsweise das Erste, was ich brauchte, waren, die Idee des Films war schon da, natürlich. So ein Ereignis, von dem man nichts weiß, da platziert, wo es platziert ist. Sie haben es ja in der Anfangsmoderation erwähnt. Zwischen Iran, zwischen der Islamischen Revolution im Iran einerseits, der Besetzung der US-Botschaft am 4. November und dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan und der Reaktion darauf. Genau dazwischen gibt es dieses Ereignis in Mekka. Also Sie ahnten schon, dass das eine große Kiste sozusagen ist, ein wichtiges Ereignis. Da drängt sich ja doch die Frage auf, wieso ist dieses große, wichtige Ereignis weitestgehend an uns hier in Europa vorbeigegangen, Frau Edtmüller? Das fand ich auch sehr überraschend, weil ich habe an der Uni Heidelberg doziert und hatte eine sehr interessierte Studentenschaft, die aus verschiedenen Ländern zusammengekommen war. Also das war die Arbeitssprache, ist dort neuerdings auch Englisch. Und es waren auch viele Personen dabei, die Musliminnen und Muslime waren, die aus muslimischen Ländern kamen. Und die wussten auch nichts davon. Da war ich wirklich sehr überrascht, weil für mich auch genau, wie Sie schon eben betont haben, dieses Ereignis eigentlich fundamental war. Also genau eben auch eingebettet in diese zwei Großereignisse. Also 1979 war für mich auch immer so das Big Bang-Jahr des jetzigen Dschihadismus. Da werden wir sicher später auch noch mal drauf eingehen.
Und ich habe mir natürlich auch dementsprechend Gedanken gemacht, warum das so unter den Tisch gewischt worden ist von der Geschichtsschreibung. Ich denke, da gibt es viele Gründe für. Nämlich? Also zum einen ist es natürlich wahrscheinlich einfach damals an der medialen Aufmerksamkeit vorbeigegangen, weil gerade eben im Iran die amerikanische Botschaft besetzt worden war. Und das war natürlich ein sehr zentrales Ereignis auch. Natürlich hat sich das zugespitzt mit der islamischen Revolution im Islam. Da wurde wirklich dann eigentlich wurden die Fronten zwischen einem neuen West-Ost, in einem neuen West-Ost-Konflikt sozusagen dann definitiv verhärtet. Und von dem her war bestimmt jetzt die mediale Aufmerksamkeit von Europa her gesehen und von Amerika her gesehen auf dieses Ereignis festgefahren. Auf der anderen Seite, denke ich, hat das aber auch interne Gründe. Zum einen war dieser saudi-arabische Königshaus war mit diesem Ereignis eigentlich sehr nahe am Fall. Das werden Sie wahrscheinlich nachher auch noch mal betonen. Und deshalb waren Sie nicht daran interessiert, dass das zu weit publik wird, was da passiert ist. Weil Sie waren ja damit beauftragt, die heiligsten Stätten des Islams zu bewachen. Das war Ihre fundamentale Aufgabe. Und diese Aufgabe haben Sie sich erkämpft. 1925, als Sie die Scharifen, die Haschemiten, die jetzt noch das Königshaus bilden in Jordanien, vertrieben haben. Sie haben nämlich in dieser Besetzung sogar Hilfe angeboten bekommen vom jordanischen Königshaus und die haben sie selbstverständlich abgelehnt. Sie haben dann lieber die französischen Ungläubigen reingenommen, um ihnen zu Hilfe zu eilen, als die Haschemiten, weil natürlich das ihre ganze religiöse Legitimität geschmälert hätte. Das heißt also, aus der Sicht der muslimischen Bevölkerungsteile jetzt über die ganze Region verteilt, müsste man sagen, das saudische Königshaus hat versagt in der Aufgabe, die Pilger zu schützen, die Betenden zu schützen und die Hoheit über die heiligen Stätten zu bewahren. Genau. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass die Saudis versucht haben, möglichst nicht viel darüber zu berichten. Also die Saudi-eigenen Medien haben versucht, das klein zu halten und auch ein Blackout zu funktionieren zu lassen über einige Tage hinweg. Und die ersten, die das nach außen transportiert haben, das waren die Amerikaner über Diplomaten, die sie im Land hatten. Und deshalb wurde nachher dann einfach mehr oder weniger verlautbart, dass das eine amerikanische Inszenierung sei. Das konnten ja nicht Muslime sein, die diese heiligen Stätten eingenommen hatten. Das konnte nur der böse Westen sein, der Satan, der Ungläubige. Und deshalb wurden dann einige Botschaften in verschiedenen muslimischen Ländern, also zuerst in Pakistan, in Bangladesch, in Indien, wurden angegriffen. Sind auch Diplomaten zu Schaden gekommen, einige gestorben. Und infolgedessen hat man natürlich aus den Staaten auch keine besondere Aufmerksamkeit fördern wollen für dieses Ereignis, weil man fürchten musste, dass natürlich mit dieser weiteren Legendenbildung in anderen muslimischen Staaten weitere Ausschreitungen gegen die Amerikaner vollzogen werden würden. Gleichzeitig von der amerikanischen Seite her hat man natürlich in erster Instanz befürchtet, das könnten eigentlich die Iraner sein. Also wurde von daher das Gerücht gestreut, nein, der Ayatollah Khomeini steckt da dahinter. Zugleich können wir auch noch verweisen, diese ganzen ölreichen Gebiete im Osten Saudi-Arabiens, das sind nämlich auch die Gebiete, wo die Schiiten, die saudischen Schiiten angesiedelt sind. Gleichzeitig mit dieser Moscheebesetzung vollzog sich dann auch ein Riesenaufstand dieser Bevölkerungsgruppen im Osten Saudi-Arabiens, die natürlich wirtschaftlich auch von großer Bedeutung waren. Und da konnte man natürlich sehr gut jetzt einfach die Besetzung nach Iran abschieben. Sei Iran inspiriert. War denn gewesen damals schon die Rivalität zwischen Saudi-Arabien als sozusagen der sunnitische Repräsentant und Iran, der schiitische Repräsentant, war die damals schon derart groß? Nein. Vergleichbar mit heute? Nein, nein, das war sie. Der Punkt ist, ich hijacke gerade mal das Thema ganz kurz. Der Punkt ist, die Rivalität zwischen Saudi-Arabien und Iran, die Rivalität zwischen den Sunniten und den Schiiten war über Jahrhunderte zwar vorhanden, aber sie wurde genauso ausgetragen und gelebt, wie wenn Sie heute nach Jerusalem gehen, dort Menschen von drei verschiedenen Religionen innerhalb von einer Stadt zusammenleben können. Es wird sehr viel darüber gesprochen, dass es da Konflikte gibt, die Leute leben miteinander. Und sie haben es immer getan. Und sie werden es auch weiter tun. Sehr viel von dem, was da problematisiert wird, kommt von außen. Aber
Und da muss ich noch mal auf die Karten zurückgehen. Viele Leute kennen ja diese Region gar nicht. Saudi-Arabien liegt auf der arabischen Halbinsel, haben wir schon gesagt. Dann haben wir den Persischen Golf, genau in der Mitte. Und auf der anderen Seite des Persischen Golfes liegt der Iran. Das heißt, die zwei sind Nachbarn. Die liegen sich gegenseitig gegenüber. Da ist nur ein relativ kleines, auch nicht wahnsinnig tiefes Wasser dazwischen. Und da kommen wir zum politischen Teil und zur großen Situation. Sie haben es ja eben schon erwähnt, wo schaute die Welt hin? Die Welt schaute im November 1979 in den Iran. Ja, auch deswegen, weil am 4. November die US-Botschaft eingenommen worden ist. Die Welt schaute aber auf den Iran auch aus einem ganz anderen Grund. Im Iran war am Anfang des Jahres die sogenannte Islamische Revolution des Ayatollah Khomeini begonnen worden, in dem Moment, wo der Schah oder wo dem Schah geraten worden ist und auch die Europäer es zusammen mit den Amerikanern beschlossen hatten, dass der Schah nicht mehr tragbar ist und dass er das Land bitteschön zu verlassen hatte. Und das hat er dann auch getan. Ein paar Tage später ist Khomeini aus französischem Exil zurückgekehrt und hat im Iran das begonnen, was er dann relativ mühsam in ungefähr 1,5 Jahren hat konsolidieren müssen, nämlich die Islamische Revolution. Bis dahin waren Iran und Saudi-Arabien die beiden Hauptalliierten des Westens, vor allen Dingen der Amerikaner, des Westens, gegen all das, was dahinter kam. Also und auch der Kommunismus, das gegen die Sowjetunion. Uns immer das, noch im Kalten Krieg. Das Stichwort ist der Kalte Krieg. Und das ist ein Punkt, der heute, ich sag mal, vergessen wird, weil sich die wenigsten daran erinnern, was überhaupt der Kalte Krieg war. Der Kalte Krieg ordnete die Welt in zwei Lager. Das war alles extrem einfach. Es gab die Roten und es gab die, die nicht rot waren. Es gab die Kommunisten und es gab die Amerikaner, die Kapitalisten. Beide Länder waren auf der Seite der Amerikaner. Es gab freundschaftliche Besuche der beiden Königshäuser, des Kaisers auf der einen Seite, des iranischen Schahs, der ja ein sehr viel höher als ein König war, mit der saudischen Königsfamilie. Es wurde sich gegenseitig besucht. Wenn ich mich recht erinnere, hat der heutige saudische König nur wenige Monate, bevor die Islamische Revolution im Land angefangen hat zu grollen, einen Staatsbesuch in Teheran abgestattet. Und der heutige König Salman hat vor dem damaligen Schah von Iran einen Schwerttanz vollbracht, wie sie das letztes Jahr für Donald Trump gemacht haben. Es bestand nicht unbedingt Freundschaft, aber es bestand eine extrem starke Allianz. Das ist extrem wichtig zu wissen. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, wie in Saudi-Arabien und wahrscheinlich auch in der übrigen islamischen Welt mit diesem Ereignis der Besetzung umgegangen ist. Raja Alem hat ein Buch dazu geschrieben. Sie ist saudische Schriftstellerin, stammt aus Mekka. Sie hat sich literarisch diesem Ereignis angenommen, hat das Buch aber nicht auf Arabisch herausgebracht. Das ist also hier eine Weltersausgabe in deutscher Übersetzung von Hartmut Fähnrich. Konnten Sie Ihren Film in Saudi-Arabien zeigen? Bis jetzt nicht, aber seit gestern wissen wir, dass wir ihn zeigen dürfen. Kommt das für Sie überraschend? Ja und nein. Ja, insofern, als ich dachte, dass die Entwicklung länger dauert. Nein, weil die Entwicklung so sichtbar und so deutlich und so stark ist innerhalb der letzten 2,5, 3 Jahre. Von was für einer Entwicklung sprechen Sie? Ich spreche von der Entwicklung, die stattgefunden hat, seitdem König Abdallah gestorben ist, König Salman übernommen hat. Am Anfang gab es eine Doppelspitze unter ihm, zwei Kronprinzen, ein älterer und ein jüngerer. Der jüngere ist 2017 zum einzigen Kronprinz geworden. Und seit dem Moment, wo dieser jüngere, Mohammed bin Salman, Sohn von König Salman, die
Rolle des Kronprinzen übernommen hat. Und man muss kurz erklären, der Kronprinz in Saudi-Arabien ist ähnlich wie es in europäischen Monarchien in der Vergangenheit auch war, der eigentliche Ausüber der Macht. Der König ist der, wenn Sie so wollen, der Begrüßungsaugust. Der König ist der Repräsentant des Staates. Der, der die Staatsgeschäfte führt, ist der Kronprinz. Das heißt, er hat alle Macht in der Hand. Mohammed bin Salman ist ein einzigartiger Kronprinz in der Geschichte Saudi-Arabiens, weil er ist nicht nur unter 70, unter 60, unter 50. Der Mann ist 33 Jahre alt. Das ist noch nie da gewesen. Er verkörpert die junge Generation und er hat ja auch mehrmals selber gesagt, es gab ein Saudi-Arabien vor 1979 und ein Saudi-Arabien nach 1979. Das hatte er damals gesagt, als das war einer der Gründe, warum wir in dem Land überhaupt haben drehen dürfen. Bis zu dem Moment, wo Mohammed bin Salman nicht Kronprinz war, hat sich aus Saudi gegenüber unseren Anfragen niemand bei uns gemeldet. Sie haben nicht abgesagt, das ist typisch. Das ist typisch für dieses Land. Sie sagen nicht nein, aber sie sagen auch nicht ja, sie sagen nichts. Das heißt, man schreibt, man schreibt, man schreibt, man fragt an, man fragt an, man fragt an, es passiert nichts. Es ist einfach Schweigen. In dem Moment, wo das passiert ist, sind Minister gewechselt etc. Und wir hatten, um es einfach zu machen, wenige Tage, nachdem dieser Wechsel stattgefunden hat, auf einmal eine Drehgenehmigung. Auf einmal war sie da. Das Interview, was Mohammed bin Salman kurz vorher geführt hat mit der Washington Post, David Ignatius, was Sie eben erwähnt haben, in dem er über 1979 gesprochen hat. Dieses Interview lässt leider offen, was das heißt. Wir müssen diese Ära von 1979 beenden, sprich das, was mit der Besetzung, mit der Belagerung von Mekka begonnen hat. Wir müssen diese Ära beenden und wir müssen darüber hinausgehen, wir müssen uns erneuern. Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder geht man es an, man arbeitet es auf und man beschäftigt sich vor allen Dingen auch mit den Fehlern seitens der Saudis, seitens des saudischen Königshauses gegenüber nicht nur der militärischen Seite, sondern auch der religiösen und politischen Seite. Oder aber man sagt, es ist zu Ende, wir machen alles neu und darüber wird nicht mehr geredet. Das heißt, der Topf kriegt einen Deckel und er ist zu. Gehen wir jetzt noch einmal einen Schritt zurück. Es wird ja häufig der Zusammenhang hergestellt zwischen dem Ereignis in Mekka und der wahhabitischen Mission, die ja bis in die hintersten Winkel der Welt sozusagen vorgedrungen ist. Sie setzen sich mit Extremismusforschung, Radikalisierungsprozessen auseinander, haben selbst lange Zeit in Ägypten und in Jordanien gelebt und haben auch immer wieder für Flüchtlinge und Mitflüchtlinge aus dem arabischen Raum gearbeitet. Wie schätzen Sie denn das ein? Welchen Einfluss hatte dieses Ereignis und in der Folge dann diese Mission, dieses Verbreiten dieses radikalen Gedankengutes auf der ganzen Welt? Das ist natürlich jetzt wieder eine spannende Angelegenheit, weil wir eigentlich von einem Ereignis reden, von dem keiner was weiß, haben wir ja vorhin festgestellt, aber das auf jeden Fall die Welt beeinflusst und verändert hat. Nämlich hat zu der Zeit, wo die Moschee besetzt worden war von den Ikhwan, ging es ja darum, die Moschee zurückzuerobern. Und das Problem bestand darin, ich habe es vorhin schon angedeutet, dass man nicht einfach mit Waffen und Truppen da reingehen konnte. Das durfte auch das saudische Königshaus nicht. Und deshalb muss man sich zuerst mit den Theologen zusammensetzen, weil die Saudis ja ihre ganze Legitimität über diese wahhabitische Ideologie bezogen haben. Das heißt, die Theologen waren da wesentlicher Bestandteil und sind es immer noch der Staatsstruktur, um überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, da einzufallen. Also konkret, der Klerus in Saudi-Arabien, die Geistlichkeit, hätte müssen eine Fatwa aussprechen, die es den Truppen der Armee und der Nationalgarde erlauben würde, mit Waffen in die Moschee hineinzugehen. Genau. Ja? Das haben Sie aber nicht getan. Das haben Sie drei Tage lang nicht getan. Genau. Sie haben drei Tage lang sich mit dem Problem auseinandersetzen müssen, die kennen wir. Die sind keine bösen Menschen. Das sind Leute, die bei uns gelernt haben. Die meisten, die im Religionsrat saßen, vor allen Dingen der Präsident des Religionsrates, waren Lehrer von Juhayman al-Udaybi und von seinen Leuten. Wir kommen zurück auf das, was wir am Anfang gesagt haben. Saudi-Arabien 1979 war ein Land, das seit 6 Jahren so viel Geld hatte,
und mit diesem Geld auch nicht nur gute Sachen gemacht hat, und damit, da rede ich nicht von Waffen, sondern ich rede vielleicht werden sich Ihre Zuschauer daran erinnern, wir reden von saudischen Scheichs, in Anführungszeichen, die an der Riviera mit 1.000-Dollar-Noten, mit 100-Dollar-Noten sich Zigaretten anzünden. Das war das Bild von Saudi-Arabien zu dieser Zeit. Es wurde geprasst, weil das Geld kam so unverhofft und es gab überhaupt keine Kultur, damit umzugehen, dass nicht nur die Menschen in den unteren Schichten nicht damit zurechtkamen, sondern auch die ganz oben. Hat sich denn das Bild heute über Saudi-Arabien in der muslimischen Welt oder sagen wir mal über das Königshaus, hat sich das denn geändert? Auf gar keinen Fall. Saudi-Arabien ist nicht, also die Saudis sind in den meisten muslimischen Ländern verschrien als sehr mit dem Geld angeberisch umgehend und nicht sehr, dass sie eigentlich auf der einen Seite halt Wasser predigen und Wein trinken. Ja, also das wäre eigentlich die gute Übersetzung dafür. Aber ich würde jetzt gerne auch noch mal ein bisschen zurückgehen. Sie haben mir das Thema schon wieder gehijackt. Und zwar, wir sind immer noch im Jahr 1979 bei diesen drei Tagen der Überlebungszeit. Da haben nämlich die Prinzen, die saudi-arabischen Prinzen, dann mit den Theologen, die Theologen gebeten, diese Fatwa auszusprechen, damit sie mit Waffen in die Moschee reingehen können. Und da wurde natürlich auch ein Versprechen gegeben an eben diese Theologen, die diese Fatwa geben konnten und die Rückeroberung der Moschee ermöglichten. Und dieses Versprechen bestand darin, dass man sich von nun an eben an die wahhabitischen Vorstellungen hält, vor allem im öffentlichen Raum. Das heißt, Frauen wurden weitgehend aus dem öffentlichen Raum rausgenommen, durften nicht mehr arbeiten, nicht mehr Auto fahren. Da wurde wirklich sehr viel investiert, danach auch eben in diese wahhabitische Mission. Das Geld hatte man ja und das weltweit vertrieben. Also da wurden Bücher gedruckt, da wurden Flyers gedruckt und zwar in guter Qualität und Moscheen gebaut und entsprechende Theologen ausgebildet, eingesetzt. Es gibt bis heute sehr viele Stipendien natürlich auch an verschiedenste Personen, die Islam lernen möchten in den Moscheen von Medina und Mekka. Unter denen befinden sich auch sehr viele Konvertiten, die dann später sich salafistisch weiter betätigt haben und zum Teil natürlich auch nach Syrien ausgereist sind. Also da besteht eine direkte Verbindung zwischen dieser wahhabitischen Mission, die nach 79 dann sehr stark vermehrt betrieben worden ist, eben mit der Idee, ich gebe mich jetzt wieder sehr religiös und sehr wahhabitisch, und der heutigen Situation, die wir haben im Dschihadismus vor Ort in Syrien und im Irak. Wir haben in 5 Jahren Recherche nicht herausgefunden, ob dieses Versprechen tatsächlich gegeben worden ist. Denn natürlich, das macht die Geschichte sehr einfach und sehr stromlinienförmig. Wir versprechen euch, dass wir wieder sehr religiös werden. Im Gegenzug schreibt ihr uns die Fatwa. Es war nicht ganz so, unseres Erachtens, nach dem, was wir recherchiert haben. Man muss eines wissen, im Gegensatz zum Iran, wo an der Spitze des Staates ein Geistlicher steht, steht in Saudi-Arabien immer schon an der Spitze des Staates ein Weltlicher. Die Allianz, die es seit der Verbindung zwischen Staat und Kirche gab, war immer so, dass die Kirche dem Staat zu gehorchen hat. Der Staat hört zu, nimmt den Rat 99 Mal von 100 an, aber der Staat ist der, der die Entscheidung fällt. Das heißt, dass nach 79, nach dem Anschlag auf die Moschee, Saudi-Arabien sich wieder besonnen hat auf Religiosität, auf Traditionen, war nicht unbedingt einem Pakt geschuldet zwischen der staatlichen Seite und der religiösen Seite, sondern einer ganz anderen, sehr viel pragmatischeren Sache. Sie haben ja gefragt, war es eine Überraschung oder nicht? Ja, es war eine Überraschung. Das saudische Königshaus ist überrascht worden von einer Seite, wo es niemand erwartet hatte, nämlich aus ihrer eigenen Mitte von Leuten, die eigentlich als religiös gesettelt galten. Diese Leute haben gesagt, was wollen wir? Wir wollen einen Staat ohne dieses Königshaus. Wir wollen einen Staat, in dem die Religion das ist, was die größere Rolle spielt. Die saudische Flagge zeigt das wunderbar und ich habe im Film auch einen Moment, wo genau das vorkommt. Die saudische Flagge besteht aus 2 Teilen. Der obere Teil der saudischen Flagge, das Glaubensbekenntnis aus dem Koran. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Im unteren Teil ist das Schwert. Das Schwert des Hauses der Al-Saud.
Sie haben im Film vielleicht das Bild gesehen, was wir zeigen von den Pilgerbussen, die nach Mekka fahren. Die untere Seite ist weggeklappt. Und das ist exakt das, was Juhayman wollte. Juhayman wollte, die Rebellen in Mekka wollten einen islamischen Staat, ein Arabien ohne Saudi. Das wollten sie. Und das ist der Knackpunkt von dieser Revolution, von diesem Versuch einer Revolution, von dieser Rebellion, wenn Sie so wollen. Gut, wir haben noch ein paar ganz wenige Minuten. Ich möchte es gerne noch einmal öffnen, weg von Saudi-Arabien hin zum Jahr 1979 und die gesamte Region etwas in den Blick kriegen. Wir haben die iranische Revolution, wir haben den Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, wir haben noch weitere Ereignisse 1979, wie das Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten. Wir haben den Irak, bei dem 1979 Saddam Hussein die alleinige Herrschaft, die Diktatur quasi eingerichtet hat. Inwiefern betrachten Sie jetzt dieses Jahr 1979 wirklich als Epochenwende? Ich denke, es ist eine Epochenwende, weil es tatsächlich diese Ereignisse zeigt. Also das heißt, dieser Bruch natürlich von der islamischen Revolution im Iran, das war epochemachend, vor allem auch von der Denkweise, wie die europäischen Mächte auf diese Region geguckt haben. Aber natürlich auch, wie gesagt, im Verhältnis von Saudi-Arabien zu Iran. Also man befindet sich im Kalten Krieg, die Feinde waren eigentlich die Kommunisten und jetzt kommt plötzlich eine Ideologie aus der Büchse der Pandora, mit dem er irgendwie gar nicht gerechnet hat. Also das ist eigentlich, ich sehe unterdessen den Islamismus und den damit zusammenhängenden Salafismus, Dschihadismus, die Weiterentwicklung als eine der drei großen totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts. Also Faschismus, Kommunismus und im Endeffekt halt Islamismus. Und der hat sich langsam aufgebaut, langsam verbreitet, hat langsam Anhänger gefunden. Und 1979 zum ersten Mal war klar, dass er sehr viele Anhänger hat und dass da was kippen kann. Mittels dieser, dass da was bewirkt werden kann. Dass da Leute tatsächlich Staaten stürzen, die säkulär orientiert waren, oberflächlich gesehen. Und das war das große Ereignis. Also bis dahin haben auch spezifisch die Philosophen im europäischen Raum immer gepredigt, dass Völker zu einer zunehmenden Rationalisierung hinstreben werden und irgendwann mal ohne Religion auskommen. Ja, also die komplette Entzauberung der Welt wäre das nach Max Weber. Aber der große Bruch waren eben die Ayatollahs im Iran. Ganz kurz, Sie sind in der Region verankert, Sie sind immer wieder da. Sind Sie eher hoffnungsvoll für die Region oder eher pessimistisch? Ich bin eher pessimistisch für die Region. Also ich hab längere Zeit in der Region gelebt. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das hier auf dem Tisch liegt, wo ich meine im Haus des Krieges, also das soll auch gegenüberstellen. Natürlich, es gibt im islamischen Dogma die Vorstellung des Haus des Islam, also dort, wo die Muslime in Frieden leben, wo es eine gerechte Gesellschaft gibt, gegenübergestellt dem Haus des Krieges, da wo das Chaos und die Ungläubigen herrschen. Das wurde in diesem Titel dann verarbeitet. Das ist eigentlich die Nacherzählung von einer, wie eine Selbstmordattentäterin ein Selbstmordattentat nicht umsetzt, wie sie radikalisiert wurde, was die Beweggründe waren in ihrer Gesellschaft, wollte ich belletristisch verarbeitet so darstellen, damit man das auch besser nachvollziehen kann, auch empathisch besser nachvollziehen kann. Ich denke, es gibt die eine Seite, spielt sich selbstverständlich in der Religion ab, in den Gesellschaften dieser Religion, und das andere kommt von außen, was in Europa entsteht natürlich auch an Radikalisierung, Islamismus. Das ist zum Teil, ist inspiriert aus der Region, aber hat auch Quellen, die in unseren Gesellschaften wurzeln und gegen die wir vermehrt präventiv vorgehen müssen. Gut, wir sind bereits am Ende der Sendung und mir bleibt es noch, Ihnen zu danken, dass Sie hier waren und mit uns gesprochen haben. Danke. Seine Leica bezeichnete er liebevoll als Schätzeli. Denn sie begleitete ihn ein Leben lang. Wer den Fotografen Hugo Jäcki noch nicht kannte, kann ihn jetzt entdecken. In der Sternstunde Kunst gleich im Anschluss.